Und hiermit willkommen zurück zu einem neuen Beitrag. In diesem Video möchten wir uns einem Thema widmen, das auf diesem Kanal schon mehrfach angefragt wurde. Heute möchten wir über eine Kulturlandschaft und eine deutsche Volksgruppe in der südlichen Mitte Deutschlands sprechen. Dabei werden wir uns die Geschichte und Kultur Frankens und der Franken von ihren frühesten möglichen Anfängen bis in die Gegenwart ansehen. Der Name der Franken taucht zunächst in einer sehr anderen Gegend als in der des heutigen Frankens auf. Die ursprünglichen Franken formierten sich als ein germanischer Stamm östlich des Rheines, der im 5. und 6. Jahrhundert Gallien erobern sollte und schließlich das Frankenreich begründete. Die Gebiete des heutigen Frankens lagen zur damaligen Zeit noch deutlich außerhalb des Frankenreiches. Tatsächlich waren sie damals nämlich noch ein Teil des Thüringer Reiches, das sich zum damaligen Zeitpunkt von der Donau im Süden bis zum Elbebogen im Norden erstreckte. Erst mit der Zerschlagung des Thüringer Reiches fiel diese Region mehr oder weniger unter die Vorherrschaft des Frankenreiches. Initial war die fränkische Herrschaft in diesem Gebiet jedoch allenfalls hegemonial und damit alles in allem schwach. Der Einfluss des Frankenreiches nahm also in dem Gebiet des heutigen Frankens, besonders gen Osten hin, zunehmend ab. Die lokalen Strukturen wurden also auf der germanischen Seite weiterhin von einer thüringischen, nun auch fränkisch geprägten Mischkultur dominiert, durch den rechtlosen Griff, den die Franken um dieses Gebiet hielten, allerdings auch zunehmend durch slawische Stämme, die aus dem Westen kamen und ebenso in diese Region einsiedelten, geprägt. Zu einer nachhaltigen Eroberung und Unterwerfung dieser Region sollte es somit erst unter der Herrschaft von Karl dem Großen, also im 9. Jahrhundert, kommen. Zu dieser Zeit kam es auch zur Entstehung des Herzogtums Franken, welches sich damals jedoch noch deutlich weiter im Westen befand und allenfalls die westlichsten Gebiete der Region, die man heute als Franken bezeichnen würde, abdeckte. Östlich des Herzogtums Frankens gelegen war wiederum die Markgrafschaft Nordgau, die ein Großteil der Fläche, die heute zu Franken gehört, umfasste und abdeckte. In ihr waren unter anderem Städte wie Nürnberg oder Bamberg gelegen. Eine heute noch fränkische Stadt, die hingegen in dem Herzogtum Franken ein Hauptort darstellte, war wiederum Würzburg. Dieses alte und, wenn man so möchte, ursprüngliche fränkische Herzogtum sollte jedoch im Jahr 1939 mit dem Tod Eberhards I. zerfallen. Das Gebiet wurde folglich dem Reich direkt unterstellt und es setzte indirekt bereits zu diesem Zeitpunkt eine Art Territorialverfall ein. Als Franken wurde von diesem Zeitpunkt an nun zunehmend die Landschaft Francia Orientalis verstanden. Dieses Gebiet wurde nun wiederum zunehmend mit den Ländereien des Bistums von Würzburg synonym. Das Verständnis der Region Franken verlagerte sich also von den rheinischen Gebieten im Westen weg und damit zunehmend nach Osten und in Richtung des Nordgaus. Durch räumliche Kontinuitäten war allerdings bereits in vorherigen Jahrhunderten in einigen Gebieten, die nun außerhalb des so verstandenen Frankens lagen, eine gewisse fränkische Identität erwachsen, die sich auch über die kommenden Jahrhunderte noch halten sollte. Im Besonderen schlug sich dies beispielsweise in Bezug auf gemeinsame Sprachvarianten nieder. Eine nicht unwesentliche Rolle dürfte wie nur allzu häufig auch hier vor allem die Abgrenzung gegenüber von anderen Volksgruppen wie beispielsweise Bayern und Schwaben im Süden oder eben Hessen und Moselfranken im Norden und Westen gespielt haben. All dies hatte zur Folge, dass es bestimmte westliche Regionen gab, die ihrer Kultur und ihrer Identität nach also nach wie vor fränkisch waren und dies auch die Jahrhunderte danach bleiben sollten, allerdings eben von diesem Zeitpunkt an nicht mehr mit fränkischen Staatlichkeiten oder Verwaltungseinheiten deckungsgleich waren. Es waren folglich vor allem diese Ostfranken, die eine tatsächlich fränkische Identität entwickelten. Bereits im 10. und 11. Jahrhundert sollte Franken jedoch eine relativ zentrale Lage innerhalb der deutschen Länder innehaben. Zur Folge hatte dies im Verbund mit wichtigen Herrschergeschlechtern wie den Konradinern, dass es schon sehr früh neben rheinischen Gebieten zu einer wichtigen Machtbasis deutscher Könige und Kaiser wurde. Die Errichtung der Kaiserpfalz zu Bamberg und die Einrichtung eines Bistums im Jahr 1007 trugen abermals zur Ostverlagerung Frankens bei. Ab dem 12. Jahrhundert wurden jedoch auch lokale Herrschergeschlechter im fränkischen Raum zunehmend wichtiger. So sollten beispielsweise bereits seit dem 12. Jahrhundert die Zollern auf der Nürnberger Burg residieren. Diese Zollern waren es, aus denen später die Hohenzollern und damit das letzte deutsche Kaisergeschlecht erwachsen sollte. Ihre Machtbasis ausbauen konnten diese zahlreichen Lokalherren dann während der Zeit des Interregniums, also von 1254 bis 1273. Bereits damals war eine Folge hiervon also ein gewisser Territorialverfall. Das 12., aber ganz besonders das 13. Jahrhundert sollte zudem davon geprägt sein, dass viele Franken weiter nach Osten auswanderten. Vor allem die Gebiete des vormaligen Nordgaus wurden nun teils im großen Stil von fränkischen Siedlern besiedelt. Über diese Gebiete hinaus zogen fränkische Siedler jedoch auch in Regionen, die noch deutlich weiter östlich gelegen waren.
Wenngleich sich fränkische Mundarten in diesen Gebieten nicht durchsetzen konnten, so hatte dies jedoch zur Folge, dass beispielsweise die nordbayerische Mundart im Egerland sowie die nordböhmische und erzgebirgische Mundart im Norden Böhms und Sachsens maßgeblich durch den fränkischen Dialekt mitgeprägt wurden. Eine nicht unwesentliche Rolle beim Landesausbau in Franken selbst spielte im Übrigen auch der Deutsche Ritterorden, der Burgen, Klöster und Güter anlegte. Der hochmittelalterliche Städteboom vollzog sich in Franken ebenso hauptsächlich im 13. und 14. Jahrhundert. Da Franken innerhalb des Heiligen Römischen Reiches nach wie vor eine relativ zentrale Lage hatte, verliefen viele wichtige Handelsrouten, insbesondere von Südosten nach Nordwesten, durch diese Region. Städte wie Nürnberg lagen an wichtigen Handelsknotenpunkten und konnten folglich an neuen Innovationen rasch teilhaben. Viele mächtige fränkische Städte schlossen sich zu diesem Zeitpunkt auch Handelsbündnissen an und traten Interessensvertretungen wie beispielsweise dem Schwäbischen Städtebund bei. Wenngleich sich die Strukturen in Franken, also zumindest materiell und ökonomisch, zunehmend verfestigten, so schritt auch während dieser Zeit jedoch der bereits benannte Territorialverfall nach wie vor voran. Und dieser Prozess konnte auch in den kommenden Jahrhunderten nicht wirklich gestoppt werden. Mit der Gründung der Reichskreise innerhalb des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation im Jahr 1500 konnten zwar gewisse gemeinsame Gesetzlichkeiten und Regeln für den Raum, den man auch heute noch als fränkisch bezeichnen würde, gefasst werden, von so etwas wie einer Einheitlichkeit oder Einigkeit war man jedoch auch zu diesem Zeitpunkt noch sehr weit entfernt. Mit dem Aufkommen des Protestantismus wurde Franken tatsächlich zu einem seiner ersten Verbreitungsgebiete. Vor allem der lutherische Protestantismus erfreute sich in weiten Teilen des fränkischen Bürgertums und insbesondere den Städten großer Beliebtheit. Durch die ausgeprägte bürgerliche und intellektuelle Kultur verbreitete er sich von Städten wie Nürnberg ausgehend auch über die Gebiete Frankens hinaus, womit Franken zu einem wesentlichen Zentrum der lutherischen Reformation wurde. Neben dem Bürgertum erfreute er sich jedoch auch innerhalb des Bauernstandes zunehmender Beliebtheit. Viele Herrschaften Frankens, wie Ansbach, Bayreuth oder Nürnberg, sollten lang- oder mittelfristig im lutherischen Sinne reformiert werden. Andere Gebiete, wie beispielsweise jene der Bistümer Bamberg und Würzburg, wurden wiederum zeitweilig, oft auf Betreiben der Städte hin, reformiert, dann allerdings wieder rekatholisiert. Auch diese Rekatholisierung dürfte dazu beigetragen haben, dass bis in das Jahr 1525 die Stimmung zwischen den herrschenden Klerikern in diesen Bistümern, aber auch den Städten und dem Bauernstand sowie dem Lokaladel zunehmend angeheizt worden war. Diese Spannungen sollten sich schließlich in der Form des Bauernkrieges entladen, der dazu führte, dass vor allem in den Gebieten des Bistums Würzburg Burgen und Klöster niedergebrannt wurden und den lokalen Landesherren gewaltige Schäden entstanden. Langfristig wurden diese Bauernaufstände jedoch auch mit Intervention von außerhalb wieder niedergeschlagen. Die Vormachtstellungen vieler Herrschaften, die in Franken früher klassischerweise dominierend waren, waren mit den Bauernkriegen und mit den Unruhen dieser Jahrzehnte jedoch maßgeblich untergraben worden. Vermutlich auch hierauf aufbauend sollte Albrecht II. Von Brandenburg-Kulmbach etwas versuchen, das man vielleicht als so etwas Ähnliches wie einen Versuch Franken zu einbezeichnen könnte. Er hatte den Plan, die geistigen Herrschaften zu säkularisieren und reformieren und die Machtstellung von Städten wie Nürnberg zu brechen, um sie somit unter seine Kontrolle zu bringen. Ihm könnte also im Endeffekt vorgeherrscht haben, als Markgraf über ein mehr oder weniger vereintes Franken zu herrschen. Der Ausgang des Zweiten Markgrafenkrieges im Jahr 1554 sollte sein Vorhaben jedoch ein Ende setzen. Albrecht II. Wurde von Kaiser Ferdinand I. aus dem Haus der Habsburger unterworfen und geächtet. Bereits im Jahr 1608 sollte dann am Horizont der Dreißigjährige Krieg über Deutschland aufziehen. In diesem Jahr gründeten viele protestantische Herrschaften im Heiligen Römischen Reich die Deutsche Union, die als ihr Interessenverband fungieren sollte. Einige katholische Herrschaften des Reiches antworteten hierauf wiederum mit der Gründung der Katholischen Liga, die also als Gegenbündnis zur Deutschen Union fungieren sollte. Beide Bündnisse waren folglich in Franken vertreten. Während des bald daraufhin ausbrechenden Dreißigjährigen Krieges war Franken zunächst kein initialer Kriegsschauplatz. Dies änderte sich erst mit dem Einrücken von schwedischen Truppen und der Offensive von kaiserlichen Truppen aus dem Süden. Während der Schwedenzeit wurde Franken dabei zeitweilig von sächsischen Herrschern regiert. Besonders der Rückzug der schwedischen Truppen nach der Schlacht von Nördlingen und das Einrücken der kaiserlichen Truppen soll jedoch zur großstiligen Verwüstung Frankens, das vorher noch mehr oder weniger mit einem blauen Auge davongekommen war, führen. Franken verlor während dieser Zeit rund die Hälfte seiner Einwohner und vorher wohlhabende Städte wurden oft komplett niedergebrannt.
Dem Grad der Verheerung nach macht es am Ende kaum einen Unterschied, ob ein Gebiet nun lutherisch oder katholisch war. Eine indirekte Folge des Krieges war jedoch auch, dass lokale Herrschaften neuerdings geschwächt wurden. In der Folge hatte der fränkische Reichskreis in seiner Gesamtheit also neuerlich eine gewisse Autorität gewonnen. Er konnte in seinem Gebiet also ein ganzes Stück souveräner auftreten, als es andere Reichskreise in ihrem konnten. Eine fränkische Einheit war jedoch auch unter dieser Prämisse nicht absehbar. Und dadurch, dass viele geistige Herrschaften den 30-jährigen Krieg überlebt hatten, wurden nicht unwesentliche Gebiete Frankens nun zunehmend rückständig. In der Folge waren die fränkischen Gebiete in den zwei auf den 30-jährigen Krieg folgenden Jahrhunderten also von ehemaligen Subjekten der Reichspolitik zu Objekten herabdegradiert worden. Als es im Jahr 1803, also mit dem Reichsdeputationshauptschluss, zur Säkularisierung der noch geistlichen Gebiete Frankens kam, wurden diese also nicht etwa Teil eines selbstständigen Frankens, sondern Bayern zugeschlagen. Die endgültige Angliederung der nun auch weltlichen Herrschaften Frankens an Bayern sollte wiederum unter napoleonischer Herrschaft ab 1806 erfolgen. Die bayerischen Herrscher kooperierten bereitwillig mit den Franzosen und wurden von Napoleon folglich territorial entlohnt. Die Ablehnung der bayerischen Oberherrschaft in Franken war bereits zu diesem Zeitpunkt und besonders unter der Prämisse, dass sie mehr oder weniger von Napoleons Gnaden erfolgte, enorm. Ebenso bereits zu dieser Zeit stammt der Ausruf, dass sich die Franken lieber von den Preußen oder Sachsen als den Bayern regieren lassen würden. An dieser erzwungenen Zugehörigkeit zu Bayern sollte jedoch auch der Wiener Kongress, der auf Napoleons Niederlage folgte, nichts ändern. Zur Gründung erster fränkischer Regierungsbezirke kam es wiederum im Jahr 1838. Diese sollten dabei die Vorläufer der noch heute bestehenden Regionen Mittel-, Ober- und Unterfranken sein. Generell bemühten sich die bayerischen Herrscher in dieser Zeit, Franken besser an den bayerischen Zentralstaat anzugliedern und auch die kulturellen und von Ressentiments geprägten Vorbehalte der Franken zu brechen. Man versuchte beispielsweise mit gemeinsamen Infrastrukturprojekten die Region besser aneinander anzubinden. Diese schritten jedoch bis ins Jahr 1871 nur langsam voran. Die Gründung des Deutschen Reiches in diesem Jahr deeskalierte die Lage dann noch einmal zusätzlich. Zwar wurde Franken nicht selbstständig, doch viele Kompetenzen mussten sowieso von der bayerischen Regierung an die gesamtdeutsche Regierung übertragen werden. Finanzielle Mittel, die die Entwicklung von Infrastruktur in Franken vorantrieben, kamen nun zudem sehr oft von der preußisch dominierten Reichsregierung, die die Geldströme deutlich beständiger und zuverlässiger am Laufen hielt als vorher die bayerische. Innerhalb des Deutschen Reiches standen also zunehmend eher die Gemeinsamkeiten zwischen Bayern und Franken als die Unterschiede im Vordergrund. Restlos befriedet wurden die Verhältnisse damit jedoch nicht. Und vielen fränkischen Intellektuellen blieb eine gewisse fränkische Unabhängigkeit von Bayern nach wie vor ein wichtiges Anliegen. An der Zugehörigkeit zu Bayern änderte auch der Ausgang des Ersten Weltkrieges nichts, wenngleich Bayern und somit im Grunde Franken in Form von Sachsen-Coburg einen südthüringischen und somit fränkischen Staat zugeschlagen bekam. So etwas wie eine entfernte innerdeutsche Selbstständigkeit einiger fränkischer Gebiete sollte es allerdings während der NS-Zeit geben. Zu dieser Zeit wurde Bayern in seiner Gesamtheit aufgelöst und an die Stelle Bayerns traten verschiedene Reichsgaue. Im Gebiet Frankens entstanden unter anderem die Reichsgaue Oberfranken, Mittelfranken und Mainfranken. Zumindest langfristig wurde jedoch auch die Schaffung eines ganzheitlichen fränkischen Reichsgaues diskutiert. Ein möglicher Grund für den Neuordnungswille Frankens dürfte auch gewesen sein, dass dieses mit Nürnberg über eine wichtige Stadt innerhalb des NS-Staates verfügte. Die alte Kaiserstadt Nürnberg sollte nun die Stadt der Reichsparteitage werden und im großen und monumentalen Stil umgestaltet werden. Die heute noch zu sehenden Bauruinen des Reichsparteitagsgeländes sind dabei nur ein Bruchteil der eigentlichen Pläne, die die Nationalsozialisten für die Stadt hatten. Im starken Kontrast zu den großen Plänen der nationalsozialistischen Regierung stand die Realität, die amerikanische und britische Bomber schon bald über Franken brachten. Im Verbund mit dem Vorrücken US-amerikanischer Bodentruppen lieferten sich diese mit der Wehrmacht in mehreren fränkischen Städten erbitterte Kämpfe. Angesichts des Vielfrontenkrieges und der quantitativen Überlegenheit der Alliierten waren diese Abwehrgefechte zu diesem Zeitpunkt jedoch schon mehr oder weniger aussichtslos geworden. Nürnberg wurde nach dem Zweiten Weltkrieg zur Richtstätte über die Reste der NS-Elite und im Endeffekt über die Deutschen. Franken in seiner Gesamtheit wurde wiederum zu einer wesentlichen Anlaufstelle für Heimatvertriebene aus dem Osten. Wie die Gesamtheit Bayerns, so wurde auch Franken nach dem Krieg zu einem Bestandteil der amerikanischen Besatzungszone und im Endeffekt der Bundesrepublik Deutschland.
wenngleich die südthüringisch-fränkischen Gebiete wiederum von den Sowjets besetzt wurden und langfristig ein Teil der DDR werden sollten. Im neu geschaffenen Freistaat Bayern stellt Franken seitdem eine eigenständige Region dar, ist jedoch nie ein eigenständiges Bundesland geworden. Eine gewisse neuerliche Aufbruchsstimmung gab es Franken betreffend noch einmal in den späten 90er und frühen 2000er Jahren. Nach dem Zusammenbruch der DDR gab es so vor allem in Südthüringen durchaus Stimmen, die sich dafür einsetzten, sich von Thüringen abzulösen und gemeinsam mit der fränkischen Region Bayerns ein eigenständiges Bundesland zu gründen. Diese Intention war allerdings im Süden Thüringens niemals wirklich mehrheitsfähig und alles in allem auch eher ökonomisch als wirklich kulturell motiviert. Zudem hat sich die Masse der Franken sehr effektiv von der CSU einlullen lassen und ist seitdem nicht mehr wirklich an einer fränkischen Unabhängigkeit oder einem eigenständigen Franken innerhalb Deutschlands interessiert. Im Mindesten die fränkischen Gebiete Thüringens betreffend, dürfte der politische Spalt entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze zudem mittlerweile so groß sein, dass zumindest in einem politischen Sinne die Gemeinsamkeiten des fränkischen Südthüringens zum Rest des Bundeslandes deutlich größer sind als zu den anliegenden fränkisch-bayerischen Gebieten. Grundlegend vergleichbare, wenn auch aufgrund der Geschichte niemals so laute Stimmen, sich mit Franken zu vereinigen, hat es im Übrigen auch in einigen fränkischen Gebieten in Baden-Württemberg gegeben. Dass also irgendjemand hier zu seinen Lebzeiten noch einmal so etwas wie ein unabhängiges fränkisches Bundesland sehen sollte, dürfte als alles in allem äußerst unwahrscheinlich betrachtet werden. Als abschließend interessant stellen sich noch einige Eigenheiten des fränkischen Dialektraumes dar. Besonders im Südwesten und im Grenzraum zum Südfränkischen gibt es so nämlich einen mehr oder weniger flüssigen Übergang der ostfränkischen Mundart in die südfränkische Mundart. Diese hauptsächlich in Baden-Württemberg gelegene Region, die man auch als Tauberfranken bezeichnet, spricht dabei einen Dialekt, der eher vom Ostfränkischen dominiert wird, aber auch merkliche südfränkische Einflüsse hat. Im Norden und in der Region des Dreiländereckes zwischen Bayern, Hessen und Thüringen ist wiederum die Rhön gelegen, in der das sogenannte Rhöner Blatt gesprochen wird. Das Rhöner Blatt ist dabei eine sehr starke Mischung, sowohl aus der thüringischen als auch der fränkischen wie der hessischen Mundart, die im Grunde kein von diesen Dialekten wirklich zuzuordnen ist und damit im Grunde jedem zugeordnet werden kann. In Thüringen selbst ist vor allem der äußere Südwesten des Bundeslandes fränkischsprachig. Besonders bis in die Region um Meiningen erstreckt sich ein mehr oder weniger rein fränkisch dominierter Dialekt. Ehemals dominierte das Fränkische zudem auch in der Gegend um Suhl und in einem breiten Streifen, der sich am Südhang des Thüringer Waldes erstreckte. Mittlerweile und besonders zu DDR-Zeiten kam es in dieser Region jedoch zur sehr starken Einsiedlung von Thüringen und Sachsen aus den Gebieten, die eben nördlich und östlich gelegen sind und dementsprechend sehr eindeutig eine thüringisch-obersächsische Mundart gesprochen haben. In der Folge lag Suhl früher mehr oder weniger fest im fränkischen Sprachraum, wobei heute eine Mischmundart vorherrscht, die allerdings mittlerweile tendenziell vom Thüringischen dominiert wird. Dieses Phänomen lässt sich wiederum in weiten Teilen des innerthüringischen Grenzgebietes zwischen dem thüringisch-obersächsischen und dem fränkischen Dialekt erkennen. Dem Ganzen nicht unähnlich ist auch der Zustand der vogtländischen Mundart. Vor dem Dreißigjährigen Krieg dürfte das Vogtland weitestgehend dem fränkischen Dialektraum angehört haben. Nach dem Dreißigjährigen Krieg und durch die starken Verwüstungen, die im Vogtland, also vor allem in der Region des heutigen Westsachsens und Südthüringen stattgefunden hat, kam es jedoch zur Wiederbesiedlung dieser Region mit Thüringern und Obersachsen, was dazu geführt hat, dass heute eine vom thüringisch-obersächsischen dominierte Mundart gesprochen wird, die aber noch fränkische Restbestandteile hat. Einzelne fränkische Lehnwörter, wie beispielsweise nett für nicht, sind jedoch auch über diese Dialektgebiete hinaus teils bis relativ weit in den thüringischen und obersächsischen Sprachraum hineingetragen worden. Ebenso lassen sich merkliche fränkische Charakteristiken auch in der nordbayerischen Mundart und der erzgebirgisch-nordböhmischen Mundart erkennen, wobei letztere, also die nordböhmische Mundart, heute den Ausgang des Krieges entsprechend weitestgehend ausgelöscht ist. Zu einer großflächigen Vertreibung von Leuten aus ostfränkischen Territorien kam es also nicht, wenngleich aber eben diese anderen Mundartengebiete, die vom Fränkischen mitgeprägt wurden, teils aufgelöst oder schwer in Mitleidenschaft gezogen wurden. Besonders durch jüngere Internetphänomene haben bestimmte fränkische Dialektwörter zudem auch eine bundesweite Bekanntheit erlangt. Hiermit wären wir aber am Ende dieses Abrisses der Geschichte der modernen Franken angekommen. Eure Gedanken und Ansichten zu diesem Thema könnt ihr mich gerne in der Kommentarsektion wissen lassen. Wenn euch der Beitrag aber gefallen hat, dann würde ich mich wie immer über ein Like und ein Abo freuen und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann!